Das will eine Frau von dir. Sie will sich in dich verlieben können. Drei Tipps, wie du Frauen verliebt in dich machen kannst, erfährst du jetzt. Ich bin Andy Friday und wenn du Frauen flachlegen, einfach so in dein Bett kriegen und dahin manipulieren willst, dann bist du hier falsch. Dieser Kanal ist dann für dich, wenn dir etwas an einer tiefen Verbindung mit Frauen liegt. Und dazu gehört Sex selbstverständlich dazu. Wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das jetzt. Und klick auf die Glocke, wenn du echte Verführung lernen möchtest. Was wollen Frauen? Sex? Ein Mann, der stark ist, der mutig ist, der auf sie zugehen kann, der sie nimmt und anziehend ist? Ja, aber damit du eine Frau verliebt in dich machst, dazu gehört etwas mehr. Dazu musst du aus der Menge herausstechen. Und das tust du mit diesen drei Tipps. Erstens, Emotionen. Wenn du sie mit zu dir genommen hast, dann möchte sie, dass du langsame Musik anmachst, das Licht dimmst, ihr ein Glas Wein einschenkst und sie sich bei dir wohlfühlt. Aber sie will keine logischen Argumente hören, warum ihr zusammenpasst. Keine Frau wird davon überzeugt werden, dass sie mit dir schlafen soll. Aber viele Männer, die sich bei mir in meinem Erstgespräch melden, meinen, dass sie Frauen von sich überzeugen müssen. Sie wollen mit ihrem Wissensstand imponieren. Sie wollen mit ihren logischen Ansichten und mit einem Zeigen ihrer tiefgründigen Seite die Frau dazu bewegen, Interesse für ihn zu zeigen. Aber das wird nie funktionieren. Eine Frau möchte sich nicht bei dir gut wissen. Eine Frau möchte sich bei dir gut fühlen. Und genau das ist ein Flirt. Flirten hat nichts mit Logik zu tun. Flirten ist, was zwei Kinder im Sandkasten machen. Sie werfen sich Sand zu, sie kneifen sich am Arm und sie ziehen sich einander auf. Ohne es zu wissen, konnten wir als Kinder schon viel besser flirten, als wir es heute tun. Aber das ist nicht alles. Ein Flirt entsteht dann, wenn sie sich nicht sicher ist, ob du sie magst oder nicht magst. Wenn sie im Kopf das Spiel spielt, er liebt mich, er liebt mich nicht, er liebt mich, er liebt mich nicht, dann fühlt sie sich gut. Ja, dieser Gedanke ist spannend. Wenn du ihr die Storyline eines Filmes erzählst, dann wird sie nicht so gebannt sein, wenn du ihr das Ende spoilerst. Eine Frau möchte wissen, mag sie ihn nicht, wird der Held es schaffen, wird der Held es nicht es schaffen. Das erzeugt Anziehung, das erzeugt Spannung. Wir wollen doch auch nicht gespoilert werden, wenn wir einen Film sehen wollen, oder? Wir möchten selber diese Reise miterleben. Und das ist dieses bekannte Spiel. Frauen wollen sich nicht sicher sein. Frauen wollen sich unsicher sein. Also zieh sie nicht nur auf, sondern gib ihr auch ein Kompliment. Natürlich kein abgedroschenes, bei dem sie merkt, der will doch nur was von mir. Gib ihr eins, das ebenfalls zweideutig ist. Wenn eine Frau sich vor dir bewegt, dann sag ihr, du kannst gut tanzen. Ich mag es, wenn eine Frau Rhythmusgefühl hat. Ganz charmant. Der erste Satz ist ein Kompliment, aber der zweite zeigt deine Unabhängigkeit. Und das ist attraktiv. Der zweite Satz kann auch bedeuten, dass sie nicht die Einzige ist, die gut tanzen kann und dass du durchaus dein Auge auf die ein oder andere Frau noch geworfen hast. Zweitens, der beinahe wichtigste Punkt, den ich immer wieder einhämmern möchte. Unabhängigkeit. Wenn du einer Frau schreibst, warum kommst du nicht später vorbei? Oder einfach nur, ich muss dich wiedersehen. Richte es bitte diese Woche ein. Dann erzeugst du extreme Anziehung. Das kommuniziert etwas sehr, sehr Kraftvolles. Wenn sie nichts von deinen guten Gefühlen abhaben möchte, die du ihr zu schenken hast, dann gibt es noch genügend andere Frauen, die dafür dankbar wären. Und das zeigst du ihr damit subtil. Darum geht es. Das ist genau das, was ich meinen Coaching-Calls immer wieder sage. Verehrung plus Unabhängigkeit ist gleich Anziehung. Drittens, Diskretion. Darüber wird viel zu selten gesprochen. Warum Diskretion? Du musst Frauen verstehen können. Frauen wollen keinen Mann, der rumlabert. Sie wollen keinen Mann, der ihre Geschichte rumposaunen würde. Sie will einen Mann, auf den sie sich verlassen kann. Sie möchte, dass ihr Geheimnis, dass sie eigentlich ein ganz verruchtes Luder ist, das Bock hat, mit dir zu vögeln, bei dir sicher ist und du es nicht rumposaunst, dass du es nicht deinen Kumpels am nächsten Tag erzählst. Das gibt ihr Sicherheit, wenn sie weiß, ihr Geheimnis ist bei dir safe. Das ist leider eine der Sachen, die heutzutage noch total unfair sind. Denn Frauen meinen, sie dürfen nicht so sehr rumhuren wie wir. Wenn es ihr Arbeitgeber, ihre Familie, ihre Freundin und ihr gesamtes Umfeld mitkriegen würde, dass sie mit dem und dem und dem geschlafen hat, dann fürchtet sie, wäre sie unten durch. Und leider erlauben es verdammt viele Menschen Frauen nicht, sich selbst zu sein und sich auszuleben. Darum filtern Frauen solche Typen direkt in den Sondermüll. Darum knutsche ich auch nicht mit Frauen auf der Tanzfläche. Sowas Unüberlegtes macht vielleicht im Moment Spaß, aber dann was? Im kostenlosen Erstgespräch werde ich es dir ebenfalls eintrichtern, damit du ganz genau weißt, wie du Frauen verführen kannst. Diskretion heißt, das Geschenk, wenn eine Frau sich vor dir so verletzlich gezeigt hat, auch in Ehren zu halten. Und dass du so ein Mann bist, kannst du ihr auch schon mit einem simplen Satz suggerieren, indem du ihr ins Ohr flüsterst, ich sehe, wie du mich anschaust. Keine Sorge, ich erzähl's nicht weiter. Natürlich darf keiner mitbekommen, dass du ihr das ins Ohr geflüstert hast. Und dann
wechselst du einfach das Thema. Schöne und intelligente Frauen wollen einen Mann, der solche Prinzipien hat, der sie versteht und der mit Frauen umgehen kann. Vor so einem Mann zieht sie sich gerne aus. Mit so einem Mann haben auch viele Frauen gerne einen Dreier. Vor so einem Mann geht sie gerne auf die Knie und kümmert sich um den Rest. Aber nicht, wenn er sich verhält wie diese ganzen pubertierenden Schwachköpfe da draußen. Wenn du eine Frau verführen willst, dann vergiss es, irgendetwas zu erreichen. Schreib eine schöne Geschichte mit ihr. Der Weg ist tatsächlich das Ziel. Ich weiß, es ist Winter. Ich weiß, du bist wahrscheinlich erkältet. Das bin ich auch. Aber wenn du dich jetzt nicht darum kümmerst, dann machst du es nie. Wenn du also ebenfalls mit mir sprechen möchtest, dann komme die kostenlose Erstberatung. Den Link findest du hier oder in der Beschreibung. Und dann werden wir miteinander sprechen und herausfinden, wo du gerade stehst, wo du hin möchtest und ob ich dir dabei helfen kann. Frohe Weihnachten und einen geilen Rutsch.